Er ist Psychologe und Bischof, wenn das mal keine gute Voraussetzung ist, um an der Familiensynode in Rom teilzunehmen. Benno Elbs ist Bischof von Feldkirch in Österreich und ich habe ihn zum Interview getroffen. Bischof Elbs, Sie haben in den vergangenen Tagen über 100 Statements zum dritten Teil des Instrumentum Laboris gehört. Welche Schwerpunkte haben sich dort für Sie herauskristallisiert? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass für mich die Statements eine große Horizonterweiterung gewesen sind oder sind. Ich denke, wir sind in Mitteleuropa, haben hier bestimmte Probleme, die uns wichtig sind. Ich denke an das Thema der Scheidungen, an das Thema der wiederverheiratet geschieden, dass wir hier gute pastorale Lösungen finden. Aber zum Beispiel natürlich in Afrika ist das Thema Menschenhandel ein Thema oder die Flüchtlingsfamilien. Es wird irgendwie deutlich, dass die Familie jene Institution ist, die in der Krise, in der Not den Menschen am besten hilft, weiterzukommen, was sozusagen ein Netz der Sicherheit, der Solidarität gibt. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt und das ist auch im dritten Teil bei den Statements herausgekommen. Es ist ja so, das muss man sich so vorstellen, man meldet ja vorher schon die Statements an und deshalb ist natürlich die Statements im Plenum sind nicht so aktuell auf das Thema jetzt bezogen, wie dann die Statements in der und die Diskussionen in den Kleingruppen. In die Kleingruppenarbeit geht es dann jetzt auch gerade wieder rein. Da soll dann ja ganz konkrete pastorale Vorschläge erarbeitet werden. Was meinen Sie, wie konkret kann es da wirklich werden? Es ist so, dass wir natürlich für die Gruppe, die für Europa zuständig ist, zumindest für den deutschsprachigen Raum, da geht es natürlich darum, vor allem das Suchen um eine Lösung in pastoralen Umgang mit dem Scheitern in Beziehungen. Das ist etwas, was die Menschen bei uns, glaube ich, in Deutschland, Österreich, Schweiz, natürlich auch Nordamerika so erwarten. Wir haben es jetzt in der Gruppe so gemacht, dass wir zuerst zwei Kapitel gestern in der Kleingruppe bearbeiten konnten, die eher Konsens haben dürften, wo es auch um die Theologie der Ehe geht, das, was die Familie an Bedeutung hat für den Menschen und wollen am Montag dann in den Kleingruppen uns ganz speziell diesen kritischen Fragen widmen und hoffen, dass wir hier zu einer Lösung kommen. Wir haben schon darüber, über den Grundsatz gesprochen. Der Grundsatz lautet eigentlich, ist ein Satz von Thomas von Aquin, der sagt, dass die Grundprinzipien der Lehre mit Weisheit und Klugheit für den Einzelfall und in den konkreten Situationen anzuwenden ist. Das ist das Erste, was, glaube ich, ein Zugang sein kann für diese Frage. Und das Zweite ist, dass es die Unterscheidung braucht. Das ist etwas, was Johannes Paul II. Ja schon gesagt hat in Familiares Consortio. Es gibt nicht die Ehe, es gibt nicht den Menschen, es gibt nicht die Geschiedenen oder wiederverheiratet Geschiedenen, sondern es geht wirklich um das Hinschauen. Und das hat Papst Franziskus heute in einem berührenden Vortrag eigentlich auch gesagt, dass es heißt, Synode heißt Hinschauen, Hinhören auf die konkrete Situation des Menschen. Und ich bin zuversichtlich, dass man theologisch verantwortbare und pastoral vor allem verantwortbare Lösungen da finden wird. Jetzt haben Sie den Festvortrag von Papst Franziskus heute schon angesprochen, den er gehalten hat anlässlich 50 Jahre Bischofssynode. Dann, ich habe das bei Twitter gelesen, ich war selbst nicht dabei, da wurde geschrieben, dass es an einer Stelle auch Applaus aus dem Plenum gab, als er nämlich die Kompetenzen der Bischofskonferenzen angesprochen hat. Wie ordnen Sie das ein, was er dazu gesagt hat? Ja, für mich ist es etwas, was Papst Franziskus schon im Evangelii Gaudium formuliert hat. Er spricht dort von der heilsamen Dezentralisierung. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass es wichtig ist. Es gibt dieses große theologische Wort, cum Petro et sub Petro, also mit dem Petrus, mit dem Bischof von Rom und auch unter seiner Leitung ist die Kirche eine synodale Kirche. Synodos heißt gemeinsam unterwegs. Und diese heilsame Dezentralisierung hat er angesprochen und das hat natürlich auch Applaus gebracht. Und da ist natürlich die Verantwortung regionaler Bischofskonferenzen oder bestimmter Regionen in der Welt groß. Ich glaube, dass die Bischöfe auch Verantwortung übernehmen wollen und auch müssen für die Menschen. Das ist eigentlich ein Nullsatz, ich weiß schon, das sollten sie, aber es war natürlich in der letzten Zeit oft so, dass man immer nach Rom geblickt hat, was wird dort gesagt und so weiter. Und ich glaube, Papst Franziskus geht es sehr stark darum, aber gleichzeitig in dieser Gesprächsverbindung und inneren Verbindung des Herzens mit dem Bischof von Rom. Und das ist so das Synodale. Und das ist auch das, wo ich persönlich sehr schön finde und sehr berührend gefunden habe heute.
Hat er damit also eigentlich mit dieser Rede heute nochmal einen Impuls für die kommende Woche gegeben und vielleicht auch schon einen Ausblick, was er am Ende mit den Ergebnissen auch anstellen wird? Ja, ich glaube schon, dass das ein sogenannter Wink im positiven Sinn, mit einem positiven Zaunpfahl ist. Er hat heute ganz stark betont, unsere Aufgabe ist ein gemeinsames Hinhören auf die Menschen, auf Jesus Christus, auf die Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Und ich glaube schon, das ist auch meine große Hoffnung, dass Papst Franziskus dann aus diesem Material, das er von der Synode bekommt, etwas Wertvolles für die Menschen macht. Die Synode ist kein Schreiben im Sinne von kein theologisches Lehrschreiben. Die Synode ist auch keine theologische Autorität in dem Sinn, sondern es ist ein Beratungsgremium. Und wir möchten, und das ist auch ein Punkt, den wir reinbringen von der deutschsprachigen Gruppe, wir möchten, dass es Propositiones heißt, also Vorschläge für den Papst aus diesem gemeinsamen Hören. Und er wird dann aus diesem großen Fundus etwas machen. Und das hat er heute, glaube ich, schon ein bisschen auch angedeutet, dass das so gehen wird. Sie sprechen von den Vorschlägen, die der Papst sich auch wünscht und die Sie auch geben wollen. Wie konkret können die denn sein? Immer wieder, wenn man jetzt gehört hat, ist also im Blick auf wieder verheiratet Geschiedene, dass da vielleicht ein Bußweg eine Möglichkeit wäre. Wie konkret gestalten Sie denn jetzt diesen Vorschlag aus? Konkret, wie der Bußweg aussehen kann? Ein Jahr Buße und dann ist es wieder okay? Oder wie konkret wird diese Arbeit sein? Das kann ich noch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wenn Sie mich am Montagabend oder am Dienstag fragen, dann kann ich mehr sagen. Ich kann nur sagen, wie ich mir persönlich das vorstellen würde. Also ich denke, es gilt dieser Grundsatz, das theologische Grundprinzip, das heißt das Prinzip der Barmherzigkeit und der Wahrheit, das im Grunde genommen das gleiche ist, mit Klugheit und Weisheit anzuwenden für den Einzelfall. Das ist der erste Grundsatz. Der zweite Grundsatz ist der, dass es die Unterscheidung der Situationen braucht. Dass man wirklich hinhört auf die Situation des Menschen, des Paares, der Familien, die in diesem Fall betroffen sind. Und dann geht es natürlich auch darum, einfach konkret einen Weg der Versöhnung zu finden. Mir gefällt das Wort Versöhnungsweg ein bisschen persönlich jetzt besser, weil es darum geht, dass natürlich bei Trennungen, bei Scheidungen oft viele Menschen auch verletzt werden. Das ist einfach so und ich glaube, dass es, damit jemand auch wieder zur Kommunion gehen kann und innerlich versöhnt ist, braucht es auch eine Versöhnung mit der Situation, vielleicht mit den Kindern, vielleicht mit dem Partner, der Partnerin. Und dieser Versöhnungsweg ist, glaube ich, sehr, sehr notwendig und sinnvoll, damit man auch persönlich, das kann ich auch als Psychologe sagen, gut in die Zukunft gehen kann. Und da bin ich optimistisch, dass das sowohl theologisch, dogmatisch richtig ist, als auch pastoral sinnvoll. Und ich glaube, wir brauchen hier nicht nur eine Theologie der Vernunft, sondern auch, beides zusammen, auch eine Vernunft des Herzens, weil das Herz letztendlich die Dinge anders sieht und Aspekte sieht, die Vernunft nicht sieht. Der Viktor Frankl, mein großer Lehrer, hat einmal gesagt, dass das Herz weitsichtiger ist, wie die Vernunft je scharfsinnig sein kann. Und diese Weitsicht des Herzens, auf die freue ich mich und ich hoffe, wir werden uns durchringen können. Sie haben gerade schon kurz angedeutet, dass Sie auch Psychologe sind, also nicht nur Priester und Bischof, sondern auch ausgebildeter Psychotherapeut. Vielleicht eine nicht ganz ernst gemeinte Frage zum Schluss. Inwieweit hat Ihnen denn dieser psychotherapeutische Hintergrund auch bei den Gesprächen innerhalb der Synode schon geholfen? Also für mich ist es so, dass ich natürlich vielleicht in manchen Situationen, das ist auch im Sprachzirkel so, ein bisschen einen anderen Aspekt einbringe. Das ist klar, weil ich bin natürlich als Psychologe ist man eher von der anthropologischen, humanwissenschaftlichen Seite her motiviert. Aber ich glaube, dass das auch bereichert. Und für mich, ich persönlich bin dankbar, dass ich diese Ausbildung machen durfte. Und ich bin ganz dankbar für dieses Interview und wünsche Ihnen für die weiteren Beratungen alles Gute und dass sich Ihre Hoffnungen doch auch erfüllen. Ja, ich danke Ihnen sehr und ich hoffe auch für die Menschen, für mich, dass wir da gute Wege finden für die Zukunft der Kirche. Und bin wirklich nach dem heutigen Vortrag von Papst Franziskus wieder sehr viel optimistischer, wie ich vielleicht gestern Abend gewesen bin. Das freut mich sehr zu hören.